Und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal. Ja, Freunde, lacht, es ist mal wieder Zeit für ein kleines FNAF-Game. Maybe. An dieser Stelle möchte ich mal vielen, vielen herzlichen Dank an meinen guten Kollegen und Freund von BM Creations sagen, der mir diese Beta zur Verfügung gestellt hat. Ich bin noch richtig geplättet vor lauter Ehre, die mich hier unerwartet getroffen hat. Aber das sage ich natürlich nicht, nein, wenn ich hier mal kurz testen darf. So vorab als sogenannte Weltpremiere. Schöne Grüße hier überhaupt an BM Creations. Vielen Dank. Ich bin jetzt schon sowas von hibbelig. Du weißt, siehst, ich bin schon ganz so hier. Aber jetzt wollen wir uns auf das Spiel konzentrieren. Mal hier mal kurz einen Überblick bekommen hier. Playgame. What night? Ich habe so gar nicht den Titel gesagt. Ich voll honk! Heute spielen wir One Night at Marshall Davis. DSL Modem Factory. So nett ist dieses Spielchen. Recreated. Nicht zu vergessen. Ich bin ganz durcheinander. Es sei mal verziehen, weil ich zurzeit sehr viele Schmerzmittel nehme, weil es mir nicht gut geht, aber ich probiere mein Bestes. Aber ich gebe ihm mal einen Eindruck hier. Show FPS auf. Gott sei Dank sieht das keiner. Es sieht auf jeden Fall mal cool aus. Vor allem gefällt mir hier. Oh. Der Sound im Hintergrund gefällt mir und dieses bisschen so, dieses Verstörende, so disturbing. So ein bisschen das geflackert, das, sowas gefällt mir ja. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spielchen. Playgame. Survive until 6 AM. Was mich jetzt interessieren würde, ob dieser Marshall Davis. Ist das eine fiktive Person oder gibt es diesen Charakter wirklich? Press Spacebar, rapidly to charge. Was? Camera outside? Press Spacebar, rapidly to make the bar in the left of the corner fill up when it is full. Blende Sound, drück um die. Achso, auf Deutsch! Ah, ich hätte Deutsch lesen soll, ich Depp! What? Ah, rapidly to charge. Telefonvolle 24 Monate für 19,99 € im Monat. What? Moment, Leute. Ich muss mal kurz. Ganz kurz. So geht's ja nicht. Wir wollen ja was sehen, oder? Kamera outside. Outside. What? Internet und Telefon volle 24 DSL Monate Modem. Für 19,99 € im Monat. What? Wie gesagt, es ist. Ah, ich sollte. Wo ist der oben stand? Oh, war jemand. Ich hab ja keinen Plan. Es ging alles so schnell. DSL-Modem. Was macht er? Was er alles so in seiner Freizeit macht? What? Wie gesagt, ist noch eine Beta-Version, also nicht hier. Irgendwie voreilige Schlüsse ziehen oder so. Ist alles noch in Arbeit, ne?
hat es mir nur dankenderweise von also BM Creations, der Entwickler, hat es mir nur dankenderweise zur Verfügung gestellt, mal reinzugucken. Er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, da vielleicht das mal zu mir anzuschauen. Und das sage ich natürlich nicht nein, weil ich habe schon einige Spiele von den BM Creations gespielt. Könnt ihr auch auf meinem Kanälchen finden. Vor allem What Animals, Stickman oder Ed Stickmans. Ich liebe dieses Spiel. Und Stickman 2. DSL-Modem. Ist ja alles so mit ein bisschen Spaß. Also nicht so dieser Rapidly to Charge. Was verändert sich denn hier? Man kann es jetzt eigentlich auch langsam drücken, bloß was ändert es? What? What? Internet und Telefon volle 24 Monate für nichts wie weg mit dem Kundenberater. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt! Der alte Mann braucht halt immer ein bisschen, ne? Aber wer mich kennt, der weiß das. Da war der Kundenberater DSL-Modem. und den will ja keiner, ne? Ey, war ein bisschen DSL-Modem. funny-mäßig. Hey, cool. Nice. I like it. Thanks. Dum dum dum. Press Spacebar to rapidly to charge. Es geht halt nicht runter. Ich könnte jetzt mal hier kurz vorm Anschlag lassen, dass wenn unser Kundenberater wieder kommt, ne? Dass wir den gleich mal abwarten können. Er ist nicht draußen, er ist nicht der Kundenberater. Tod eines Kundenberaters. Guter Titel, oder? DSL-Modem. Schade, dass ich mal hier noch nichts machen kann. Die Uhr geht aber. Ich muss aber. Eins muss ich sagen: Die Zeit geht ziemlich lange. Was ja auch nicht schlecht ist, weil es ja nur ein One-Night-Spiel, ne? DSL-Modem. Internet und Telefon volle 24 Monate für 19,99 €. DSL-Modem. DSL-Modem. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen anders lösen. Statt mit dem hier. Höchstens ist es immer unten und es geht von wieder dann runter, ne? Weil jetzt geht es ja nicht runter. Seht ihr? Ich drücke nicht. Dann ist okay. Aber wenn es halt so in der Position. Ihr seht ja, ich lasse jetzt in dieser Position verharren. Wenn es dann nicht wieder runter geht, dann ist natürlich ärgerlich, ne? Da kann man ja ein bisschen tricksen, ne? So wie ich jetzt. Da brauche ich nachher nicht schneller drücken. DSL-Modem. Kann man hier nichts mehr anklicken? Hast du kein Gimmick mehr versteckt? Mein Freunde. Prost. We did it. Der Marcel ist tot. Oh. One night at Marcel Davis DSL Modem Factory recreated. Oh, nice. Der Marcel. Marcel. Leute. Draußen fahrt gerade die Narrenzunft rum. Drücke die Space-Taste wiederholt, um die Leiste in der Ecke links unten auszuführen. Wenn die Leiste voll ist, wird es ein Geräusch machen, das Marcel Davis weggehen lässt. Wenn du zu langsam bist, bist du tot. Ah, jetzt. Alrighty, right. Aber ich habe es ja letztendlich auch noch kapiert. Ich spiele es auf jeden Fall jetzt nochmal, weil
es macht für mich einen guten Eindruck und man muss eben erstmal gucken hier, weil es ein Beta-Test, da darf man nicht nach 2 Minuten wieder aufhören. Au. Das ist ein komischer Typ hier, ne? Hätte auch mich nehmen können. Ah, ich wollte ja mal. Wie gesagt, es geht ja jetzt nicht runter. Kollege, ne? Es geht nicht runter. Ich könnte mir jetzt den Spaß aufheben. Hier war da vorhin nicht was? Bei 101? Hätte er bei 101 nichts gesagt? Wieso sagt er jetzt nichts? Was ist denn so? Netcom? 99 Cent? Nein, 99. Doch, Cent. Amis hätte ich auch Cent, ne? Was gibt's noch zu entdecken? Außenbereich, erst nicht draußen. Ist er schon im Office? Internet und Telefon volle 24 Monate für 19,99 Euro im Monat. Voll. Er will jetzt ja wieder irgendeinen Käse andrehen, der Marcel, ne? Ich lasse jetzt mal Spacebar weg. Und warte, bis er da ist, der Marcel. DSL-Modem. Damit ein bisschen spaßiger wird. Obwohl, wenn ich mir jetzt so überlegt habe, von der Zeit her ist eigentlich ganz gut. Passt. Also nicht zu langsam, nicht zu lang, nicht zu kurz. Das passt. Was ist denn das? Leitung kaputt oder was? Was war denn das für ein Oh. Jetzt habe ich gedacht, der Marcel ist wieder da. Hallo? Marcel? Are you there? Ah nein, wahrscheinlich hockt da Marcel noch in seinem Büro. DSL-Modem. Seht ihr? Jetzt klicke ich drauf. Jetzt sagt er nichts mehr. Weil nochmal, vorhin hat er gesagt 1:1 Tarif, oder? Nicht oder nicht oder wohl oder übel. Ich gebe jetzt mal Mühe. Oh, ich wollte nämlich auch noch einen Jumpscare sehen. Da war ein Strich an seinem Mund. Hast du gesehen? Ein kleiner Grafikfehler. Game over, keep trying. Disturbing. Nimm mal an, Tosten. Ich war zu langsam. Gibt's auch sowas? Ja, sowas soll's geben. Gibt's hier irgendwo noch ein Gimmick? Soll ich euch mal wirklich meine FPS zeigen? Lächerlich, oder? Ein. Damit muss ich auskommen, Leute. Oh, da oben. Vielleicht als kleiner. Finde ich cool, dass man seine FPS hier sieht. Nur mir bringt nichts. Ich weiß, dass ich nichts hab. Aber vielleicht verzeihen mir dann viele den Mist, den ich hier spiele. Wieso geht es jetzt nicht weg? Oder geht es automatisch weg? Normalerweise sollte es ja eigentlich auch, obwohl man könnte es ja auch wegklicken. Wäre auch eine Möglichkeit. Was gibt es hier noch zum Angucken? Kann man hier vielleicht noch was machen? Irgendein Gimmick? No? No Gimmick? Wie habe ich so eine Beta? Was will ich also? Marcel. Oh. Seht ihr, hier geht's mit meiner FPS und dann geht man hier im Außenbereich. Da geht meine FPS ja voll in die Knie. Also nicht hauen. Mit der Laptop ist. DSL-Modem. Mein Laptop ist zu langsam. Mein Laptop ist die lärmste Geige. Das ist so. Ich hab's jetzt mal auf halb gemacht, die Space. Aber da muss man auf jeden Fall noch was ändern, dass diese Anzeige wieder runtergeht. Sonst könnte man ja das Spiel verarschen, ne?
Und da macht es ja ein bisschen weniger Spaß. Man sollte dann schon immer schön von Anfang an hier. Sorry. Ich habe den Marcel übersehen. Ich hätte lieber mal die FPS weglassen sollen. Ich mach's mal wieder ab. Was noch cool wäre, fände ich, wenn noch ein zweiter Kundenberater da wäre. So ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Obwohl, das heißt ja One Night bis morgen. Man kann halt immer nur einen Kundenberater, das stimmt eigentlich auch. Hast du recht. Und ich möchte jetzt nochmal voll extrem spielen hier. Press Space bis zum Ende. Bis zum Abwinken, bis zum Verlust der Muttersprache. Oh, jetzt hab ich Press Space gedrückt. War mein Fehler. Vielleicht kommt ja das eine oder andere Gimmick noch. Und wieso habe ich jetzt hier meine Hand als Mausanzeiger? Hatte ich nicht normalerweise DSL-Modem. Die ganz normale Maus oder war die Hand schon immer da? Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Normalerweise bin ich eigentlich ganz gut in schnell Spacebar drücken. Aber irgendwie bin ich heute zu langsam. DSL-Modem. Na, irgend noch ein Gimmick? Er hat mich verarscht, Marcel. Ja, Freunde. Das sollte nun gewesen sein. Da kam aber schnell. Ja, für mich ist das Spielchen ein bisschen schwierig. Ich dürfte halt in meinem Fall nur in der Office bleiben, weil mit meiner FPS, bis ich dann wieder rüber bin. Aber ich finde das Spiel ganz interessant. Vor allem ist es lustig. Wenn man das ein oder andere Gimmick noch einbaut. Irgendwie vielleicht. Auf jeden Fall das lösen mit dem Spacebar, dass es auf jeden Fall wieder immer schön immer auf Null ist. Das ist sehr wichtig, finde ich sehr wichtig. Weil sonst kann man ja. Sonst wäre es für mich einfacher, aber das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja schon richtig hier volle Hammer geben. Ne? Jo, dann möchte ich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an BM Creation sagen, dass ich diese Beta hier testen durfte. Tausend Dank, mein Freund. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und schaut doch mal vorbei. Er hat auch hier mehrere Sachen schon auf Game World rausgebracht. Einfach mal nach Stickman suchen oder BM Creations Official. Da findet ihr das. Ja, aber ich tue auch immer alles verlinken. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr auf meinem rostigen Kanal. Sag nochmal vielen Dank an alle. Schöne Grüße nach Österreich, an alle Bewohner aus Österreich. Jetzt geht's ab in zum Heurigen, ja? Naja, macht nichts. Tja, wenn ihr der Meinung seid, ich habe das einigermaßen gut hinbekommen mit meiner lahmen Gurke, dann dürft ihr mir gerne ein Like da lassen. Ansonsten. Würde mich freuen. Wenn wir uns wiedersehen, wer weiß, maybe, lass dich überraschen. Surprise, surprise. Weihnachten steht ja vor der Tür. Was? Weihnachten? Naja. In diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander und besucht mal schön Österreich. Ist ein schönes Land, ich war leider noch nie da. Disturbing. Das war die Beta-Version von One Night at Marcel Davis Diesel Modem.
Factory Recreated. Bin mal gespannt, wann das Spiel rauskommen wird. Aber ansonsten, bis dahin, ich sage Tschüppede und Pferde Rotz, euer Rosigrenner. Ich bin etwas verwirrt heute, weil ich bestehe auf, bin unter Medikamenteneinfluss. Aber nur halt Schmerzmittel, weil ich habe Aua. Ansonsten, bis dann. Man sieht sich. Habt Spaß. Thank you, goodbye. Enjoy your life. Bye bye. Marcel. Oh, mein Kundenberater kommt. Ich hab Termin. Ciao.